So, willkommen zu einem neuen Video. Weil ich jetzt aktuell auch gerade keine Videoidee habe, würde ich sagen, machen wir heute mal einen Mikrofonvergleich. Das ist gerade meine einzige Videoidee, die ich gerade machen könnte. Ich hoffe nur, es wird mir so genehmigt dann das Video, dass man das jedes Mal an dem Mikrofon sehen wird. Mehr natürlich nicht, ist klar. Da gibt es einen Hintergrund dazu, aber den werde ich nicht verraten. Ich habe jetzt auch, wie man gerade merkt, noch eine Kleinigkeit als Videobranding im Hintergrund reingestellt. Ich sollte vielleicht wirklich in Zukunft immer oben drüber irgendwas ins Video einfügen, sofern es geht, beim Videoschneiden oder so. Allein hat der eine oder andere jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass einer ja das eine U-Bahn-Video geklaut hat. Ja, ich hoffe nur, die Meldung geht gut, dass das rausfliegt von dem. Nicht, dass wir dann hinterher der Depp sind. Das ist sonst eine Sauerei. Werde ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr machen, so eine Meldung. Nur hast du jetzt mal einmal. Ich hoffe, das klappt dann noch. Gut, aber jetzt lange genug gelabert. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Mein Röde-Mikrofon oder Rode, wie auch immer man das ausspricht, dieses Symbol, habe ich jetzt hier auch hab ich hier schon liegen. Das benutze ich ja sonst immer. Ein anderes externes Mikrofon hatte ich bis jetzt nicht. Ich würde sagen, ja, den Adapter hier, der hier dran ist, der ist fürs Ding brauchbar, wenn man das Mikrofon am Handy nutzen will. Das funktioniert beim Samsung eigentlich sehr gut. In dem Fall nehmen wir ihn jetzt aber mit dem Camcorder auf. Hier sehen wir auch, dass hier das Logo drauf ist, aber das stellt die Kamera jetzt wieder nicht scharf. Ja, ich neige die Kamera jetzt mal ein bisschen nach unten noch mal ein Stück. Ich würde sagen, ich packe auch das Mikrofon gleich mal aus. Hier ist auch interessant, auch noch hier so eine kleine Tasche dabei gewesen. Dann schauen wir uns das erstmal von außen an, den Vergleich, bevor wir dann das an die Kamera anschließen. Ich hoffe nur, das klappt dann auch, dass sich die Kamera, dass sich das dann während der Aufnahme dann umschaltet, auch automatisch. Das soll man dann merken. Aber das müsste die Kamera eigentlich machen. So, der Adapter auf jeden Fall, den nehmen wir jetzt, der zählt jetzt nicht dazu. Aber den braucht man, wenn man hier so ein normales zweipoliges Mikrofon ans Handy anschließt, sonst funktioniert das nicht. In meinem Camcorder in dem Fall geht es mit dem Adapter nicht, da muss man hier dieses normal, kann man es ganz normal so nutzen. Ja, und ich finde schon wieder kein richtiges Wort irgendwie. So. Was wir beim Rode auf jeden Fall nicht hatten, das sind hier zwei so, Schaumstoffteile noch, die waren beim Röde-Mikrofon nicht dabei im Lieferumfang. Ja, und jetzt haben wir hier das Äußere. Soweit ganz gut. So sieht das andere hier aus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Klinkenstecker an und vergleichen den mal. Dazu tue ich die Kamera mal kurz ein bisschen nochmal nach unten. Ja, der kleine Bildschirm ist natürlich jetzt wieder blöd. Haben hier einmal die Klinkenbuchsen. Eine kleine Sache, was mir jetzt hier bei dem anderen hier nicht gefällt, ist hier dieser Ring. Ich weiß nicht, ob man den hier abmachen kann. Weil wir sehen hier oben, hier ist noch so eine kleine Beulung hier oben drin. Die Kamera das scharf stellt. Und das ist der Zentimeter, der, glaube ich, uns fehlen wird beim Anschließen, denke ich mal. Das ist ein bisschen gerade ein Nachteil, außer man kann den vielleicht hier oben wegmachen, der dreht sich. Aber weil ich hier nichts kaputt machen will, lassen wir das lieber mal dran. Ich denke, da kann man irgendwas noch zusammenschrauben. So viel dazu auf jeden Fall, wenn ich das jetzt hier mal neben dran halte. Sieht man, dass hier, wie gesagt, der Zentimeter ein bisschen fehlt. Ja, gut. So richtig bemühen werde ich mich jetzt halt auch nicht mit der Qualität, aber man sieht's. Es wird eh wahrscheinlich, wenn die viele Aufrufe geben. So. Dann fangen wir natürlich mit dem Kopf an. Die sehen hier so aus. Soweit auch ganz gut. Gut, ist jetzt hier natürlich der Schaumstoff nicht drauf. Den können wir hier beim Röde Mikrofon, glaube ich, auch gar nicht abnehmen. Der ist hier geklebt, wie es aussieht. Ja, der ist geklebt. Wir wollen sie aber nicht kaputt machen.
Ja, früher oder später wird der Schaumstoff hier aber abfallen, wie es aussieht. Dann ist es so. Ja. Hier sieht man trotzdem ein bisschen, wie es unten drunter ausschaut. Ein bisschen. Lust, meine Kamera mag jetzt gerade wieder nicht scharf stellen. Aber man erkennt sie jedenfalls. Hier haben wir halt den Vorteil, hier haben wir noch am Rand noch die Löcher. Ich denke, das wird ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Sound bringen. Ich muss halt dieser nur noch eine Lösung wegen dem Klinkenstecker hier finden, weil das gefällt mir irgendwie nicht so ganz, wie das hier gemacht wurde. Scheint da wie gesagt fixiert zu sein, man kann da glaube ich nichts machen. Aber solange es funktioniert, ich hoffe zumindest es funktioniert, wir werden es merken, wie der Klang ausfällt. Also jedenfalls, das ist ein kleiner negativer Punkt, der mir hier rauffällt an der Verarbeitung. So, dann würde ich sagen, ich stecke auch gleich mal hier mein Röde-Mikrofon an. Das kennen wir ja schon alle. Ich hoffe, der Ton wird auch direkt übertragen. Dann machen wir mal einen Tonvergleich. Ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, welches euch jetzt klanglich besser gefällt. Da merke ich mir das vielleicht mal vor. Das eine Mikrofon werde ich auf jeden Fall unterwegs benutzen, vielleicht mal fürs Handy, wenn es sein muss. Das andere dann zu Hause. Das sehen wir dann. So, ich würde sagen, ich schließe erstmal mein Röde an und dann geht's los. So, ich bin jetzt mal weiter weg. Ich hoffe, der Ton funktioniert schon. Hier das rote Mikrofon. Auf jeden Fall so ist der Klang jetzt von weiter weg. Ich weiß nicht, wie der ausfallen wird. Jetzt bin ich weiter weg. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher wieder ran hier mit dem Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, wie das ausfallen wird. Ich würde aber sagen, ich schließe es direkt wieder aus. So, jetzt liegt es wieder hier auf dem Brett. Stecken wir das mal aus. So, jetzt müsste das interne Kameramikrofon wieder aktiv sein. Jetzt schließen wir mal das andere an. Dieses, keine Ahnung, wie man es hier ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Sytec oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, die Marke. Bisschen ein komischer Name. Aber gut. So, jetzt schließe ich das hier mal an. Ich lege es natürlich erst wieder weiter weg. 3, 2, 1. Ah. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Der Stecker passt nämlich nicht in die Kamera wegen dem Metallstück. Das kannst du abhaken. Aber das ist schon mal. Nee. Okay, wir können. Da fängt das Problem schon an. Ich versuche es einzustecken, aber es wird nicht funktionieren. Ich befürchte nämlich, wenn ich jetzt hier das. Jetzt halte ich es mal mit der Hand hin. Jetzt liegt es auch auf dem Brett, aber ich glaube, da kommt kein Ton raus, glaube ich. Ich lasse es nochmal los. Aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Jetzt gehe ich mal näher ran. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Wegen dem Metallteil. Das müsste ich irgendwie entfernen. Ich weiß nicht, ob es das entfernen lässt. Auf der Verpackung steht auch nichts drauf. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier irgendwie. Ja, ich glaube, wir haben hier keinen Ton erzielt. Dann können wir natürlich hier auch den Schaumstoff oben drauf machen. Ich versuche das eben mal. Weil wenn, dann würde ich den sowieso benutzen. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Fummelei. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden, den hier drauf zu machen. Das Loch scheint hier ein bisschen klein auch zu sein. Aber eigentlich müsste das hier problemlos sich draufdrehen lassen. Aber selbst da fängt das Problem, glaube ich, schon an, dass es hier nicht so funktionieren wird. Oder geht es? Wieder ein bisschen fummeln. Ah, es geht. Doch, es klappt. Das ist schon mal gut. Aber schwer. Und wenn jetzt zumindest der Popschutz schon mal drauf, dass das ganze Mikrofon ein bisschen geschützt auch ist vom Schmutz und auch für die Geräusche dann am Ende. Jetzt ist jetzt nicht angeschlossen, ne? Es wird in der Tat, glaube ich, nicht funktioniert. Oder wenn es doch funktioniert, dann werden wir es ja gleich nochmal mit dem Popschutz hier hören, mit diesem Stoff. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
optisch jetzt. Jetzt schließe ich es noch, versuche ich es nochmal anzuschließen, aber ob der Ton kommt, keine Garantie natürlich. Schuld ist, wie gesagt, hier dieses Metallstück hier hinten. Ja. Jetzt wäre es eigentlich wieder angeschlossen, aber ich habe keine Ahnung, ob der Ton kommt, das sehen wir dann. Ich kann es, wie gesagt, nicht komplett in die Buchse einstecken. Meine Röhre ist jetzt nicht angeschlossen, falls der Ton überhaupt kommt. Ansonsten ist das Video jetzt halt so. Ja. So, jetzt gehe ich nochmal näher hin. Keine Ahnung, ob der Ton funktioniert und wie er funktioniert und ob der Ton kommt. Ja, ansonsten muss ich, wie gesagt, gucken, wie ich dieses Metallstück hier abbekomme. Weil das ist halt echt nicht gut. Ja, schauen wir mal. So, dann schließe ich Stecke es wieder aus. Aber ich glaube, der Ton hat nicht funktioniert. Wie gesagt, wenn man sieht ja hier, das haben sie ein bisschen schlecht konstruiert. Dass hier das rein... Na. Oh. Glück gehabt. Der Nieser ist nicht gekommen. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal fokussiert kriege. Ja, man erkennt's. Sieht es einfach, der Zentimeter fehlt. Man kann es nicht ganz anschließen. Naja. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Euer Elvin Civil, Oberbus Tramfair 011.